Einen feuchtfröhlichen guten Tag wünsche ich euch zu einem kleinen Tutorial, wie man einen Vierersprung perfekt meistert. Nein, Spaß, wir sind hier natürlich bei Rotwe, aber trotzdem werden wir das heute thematisieren. Killerbodo, wo bist du? In deinem Zimmer oder was? Ah, ne, dein. Ja, neuen Mod haben wir auch, wenn er es, wenn Timos richtig eingestellt hat. Genialer Mod. Hat's Timo gepackt? Alter. Warte. Nee! Warte. Es geht eigentlich ganz einfach. Jetzt komm ich. Warte, mit zu. Ich's mache. Warte, ich versuch's zu erklären. Warte. Gehst du in die Ecke oder bleibst du gerade? Nee, ich bleib gerade. Alter, ich will die Banane haben. Und dann mach ich zuerst. Spring ich erst ganz. Also hoch und W gleichzeitig. Ah, warte. W und dann im Fallen drücke ich STRG, ja, so geht's. Okay, will ich drück... den Magma Cube machen? Ja. Ah, lol. Ich drück von Anfang an W und. Sprint ist ja erst gar nicht. Nee, ich drück von Anfang an W und. Alter! Wie geil ist das denn? Das heißt, man kommt gar nicht mehr zu weit. Nee. Ja, hallo, weißt du, wie nice das ist? Ja, ich weiß. Jetzt komme ich doch zu weit, aber das habe ich gerade dreimal hintereinander geschafft. Wie geil ist das denn? Ich schaff's auch so oft. Vor allem bei Jump League dann. Selber. Das ist ja übel geil. Und noch einfacher ist es, wenn eine Leiter dran ist. Und man von der Leiter. Und dann kann man Zweiersprünge auch richtig easy machen. Also wo man. Ja, weiß, was ich meine. Nee, ich weiß gar nicht. Alter, Magma Cube, Pad, genial. Und selbst wenn man dann einmal zu kurz kommt etwas, dann kann man immer noch ein Stück laufen, weil das merkt man irgendwann. Irgendwann ist das im Fleisch und Blut. Okay. Guck. Ich schaff's eigentlich echt fast jedes Mal. Alter, genial! Alter, bester Mod. Willi-Balle, komm mal her. Ja, warte, ich bin gerade. Ich verstehe es doch gerade nicht mit der Leiter. Wenn da eine Leiter dran ist, da. Wenn da eine Leiter dran ist, dann kann man ja noch ein Stück weiter nach hinten gehen. Und ach dann so. Ist es noch ein bisschen einfacher. Weil umso weiter es ist, können zum Beispiel jetzt mal hier. Zack. Und man hat hier zwei. Man hochleveln kann. Dann ist es richtig einfach. Es ist einfach das gleiche Prinzip, nur dass du es anders einschätzen musst. Dass du früher. Du musst sozusagen früher einfach anfangen zu sprinten. Das ist alles. Nein. Ja, bei Zweier sprinte ich einfach komplett durch. Da gehe ich hier in die Ecke und sprinte komplett. Echt? Ja, ich muss das gar nicht. In die Ecke. Ich muss das gar nicht mehr. Weil ich einfach. Oh. Ich mache entweder früh Sprintentaste oder erst spät Sprintentaste. Und das variiert sich, wie viel Platz ich sozusagen habe. Ja, also hier machst du die früher. Genau, da drücke ich einfach die Sprintentaste ein bisschen früher. Komm mal zu euch hoch. Nice. Also so ist es. Das ist halt die Vierersprung. Ja, okay. Jetzt geht's los. Jetzt erzählen wir den Mod. Kleines Tutorial, also am Rande. Vierersprung ganz einfach zu machen. Alter, wie süß. Ich will sehen. Oh. Und jetzt guck mal. Alter. Und dann. Alter, Feuerschutz. Hä, hat man das die ganze Zeit im Inventar oder? Ja, wenn du den die ganze Zeit im Inventar hast, hast du die ganze Zeit Feuerschutz drin. Hä, nee, man muss den in der Hand halten. Ja? Warte. Ich bin nicht sicher. Nee. Aber man muss den, glaube ich, in der Hotbar haben. Och, Mann! Das. Gib nochmal. Nein. Gib mir mal Magma Cube. Ja, man muss den Hotbar haben, ja. Voll. Ja, trotzdem genial. Aber immer wenn man das Ding im Inventar hat, dann. Achso, dann verschiebt das wegen dem Trank. Achso. Aber mach mal mit dem Potion Storage Mod mal. Versuch das mal zu kombinieren irgendwie. Nee. Das bringt ja nichts, weil man hat ja sowieso dauerhaft. Ja, 0 Sekunden steht da ja. Ich weiß nicht, wenn du das so reinnimmst und dann. Nee, es geht nicht. Ich probier's gerade. Ja, und welchen willst du denn haben? Was gibt's denn? Also, wir haben Q. Removes Negative Potion Effects fürs Empty Bucket. Erzähl doch direkt auf Deutsch für die Zuschauer. Also, die Q halt, wenn du Effekte hast, dann macht die alle negativen Effekte, die es gibt, komplett weg. Die guten bleiben dafür da. Dann. Okay. Füllt die außerdem leere Eimer mit Milch automatisch. Und die isst gerne Weizen. Dann haben wir noch das Schwein, das
gibt dir Bonus Hunger, also Hungerbalken. Alter. Und du kannst jetzt auch vergiftetes essen, also so Spinnen, Augen und verrottetes Fleisch und sowas. Und es gibt dir das juckt den nicht. Schweinefleisch. Nee, das juckt dich nicht. Dann Huhn. Es gibt das mir Schweinefleisch. Ja, das gibt dir Schweinefleisch. Du kriegst dann Schweinefleisch von dem. Zwischendurch einfach so. Ja. Nice, dann, das Schwein ist bisher mein Favorite. Gibt's Huhn, das hat Speed Boost. Dann gibt dir das noch Eier, mehr aber auch nicht. Also Speed Boost und Eier, dann Tintenfisch. Dann kannst du unter Wasser atmen, unter Wasser sehen, also hast du unter Wassersicht. Dann kriegst du einen Schwimmboost und du kannst automatisch absinken, wenn du schleichst, also im Wasser. Dann haben wir das Ocelot, damit hast du Night Vision. Ach stimmt. Dann hast du keine Creeper mehr, also der schreckt die Creeper weg. Das heißt, du kannst nicht mehr von Creepern angegriffen werden. Und wenn du in der Nähe vom Wasser bist, fängt das Fische. Nice, ich nehme das Schwein. Ah, es gibt noch so viele. So, Fall shoots Fireballs. Alter, der Gast ist genial. Alter. Boah. Alter, ich glaube schon mit dem Gast. Alter, also, das ist die Competition. Schwein. Das ist die Competition-Killer-Wunde. Ja, also mein Rekord ist momentan 6 hintereinander, aber manchmal verkackt es. Dann mach ich mal das Schwein für dich. Ich glaube, ich bin jetzt schon auf 14, 15. Oh. 16. Oh, 16 runtergefallen. Bis jetzt, also die Kuh finde ich eigentlich ganz geil. Für Kuchen machen, 2. 3. Ja, aber wir haben ja Kühe. 4. 5. 6. Ah, schlecht. Alter, aber das ist cool, ne? Killerwolle. Ja, auf jeden Fall. So, Walk on Lava, Fire Ascend. Kann der immer on Lava laufen? Und was ist das mit dem Food? Das verstehe ich noch nicht. Ja, ich glaube, man kann die auch Alter, so an ableveln. Lava laufen? Ja. Das ist krass, oder? Das ist krass. Walk on Lava. Ja, aber komplett geil, drauflaufen. Das ist ja geil. Das ist krank. Ja, aber ich weiß nicht, der ist Nether-Quarz, ne? Ja. Vielleicht kann man die ja sozusagen wie so Tamagotchis oder sowas auch ab... ja, ich probier das mal. Wie füttert man das denn? Ahnung, ich glaube, das frisst das automatisch, keine Ahnung. Hier. Geh mal gerade auf Klo. Essen. Alter, wie nice die Vierersprungtechnik ist. Hey, willst du das nicht haben? Hallo? Das ist nur das... Das ist jetzt noch eine Frage, die ich noch gern wissen würde. Wie frisst das? Aber du hast es jetzt ganz normal hergestellt, ne? Mit den Rezepten. Alter, wie geil. Hä? Es gibt neue Dungeons? Es gibt neue Dungeons. Nice. Ja, was ist das denn für ein geiler Mod? How's it going on, guys? Zombies. Er rastet richtig aus. Ich muss mir gerade ein Video angucken. Tut mir leid. Ich schieb eh nur Vierer. Ja, nicht wegen dir, wegen den Zuschauern manchmal. Warum gibst du dir ein Video? Ich will wissen, wie man die füttert. Du bist oft auf keine Videos. Ja, stimmt. Worum geht's? Ja, ich versuche die ganze Zeit jetzt gerade. Das zu füttern. Ja, ich weiß nicht, wie man das füttert, aber irgendwie erklärt er es nicht im Video. Oder ich hab's übersprungen aus Versehen. Ja, dann gehe ich mal kurz in die Hölle und will mal... Ah, ne, warte, ich verzauber jetzt erst. Kann man auf Level 30 verzaubern, Timer? Ja. Ja! Okay. Alter, Willi, ich hab wir brauchen noch Lapis. Ich habe Sprünge in der Normalform gemacht. Alter. Ups. Ich brauche... Ja, was brauche ich denn nochmal? Ah, Lapis. Fuck. Ich glaube, ich mache dann nachher so einen Chestpads. Lustig. Alter! Killerbohne, komm mal ins Haus.
Warte sofort, ich mach noch einen. Eine Durchgang. Jetzt einmal komplett schaffen. Ja. Nein, letzter Sprung. Okay, ich komm rein. Komm mal ins Haus, das ist krass. Guck mal, was wir jetzt machen. Ja, guck mal, wie viele da drin sind. Weißt du? Ich hab irgendwas umgestellt. Los geht's. Ich hab was umgestellt. Hast nichts umgestellt. Alter, hab ich das gemacht, ne? Jetzt. Ich glaub nicht. Ah ne, warte, fuck, die Dropper sind alle voll. Nein, nein. Ja, sie. Alter. Ah, geht noch. 70. Ah, immerhin, ne? 70 Stück. Kann man mal machen. Alter, genial. Hey, Christmas Tree Pad ist genial. Was soll ich mit den ganzen Eiern machen? Billy. Ja. Ach, ich kann nicht mehr tragen. Wir brauchen irgendein Viech, was Eier frisst. Ja, Huhn, ne? Du frisst keine Pixel. Eier. Doch. Nein, nein, das macht Pixel. Eier. Timer hat in Biologie nicht ganz so gut aufgepasst. Oh, der hat auch einen schlechten Lehrer. Oh. Ja. Oh. Das sieht. Was willst du denn? Ich fühle mich gemobbt. Hä? Halt, stopp. Ich fühle mich gemobbt. Ich habe eigentlich vor allem den Lehrer gemobbt. Ja, das war's von dieser Folge, von der ersten Folge mit dem Inventory Dingsmobs. Ja, ja, gar nicht produziert, aber egal, wir mussten ja ein bisschen ausprobieren und euch ein Tutorial zeigen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.